Baby Girl! Willkommen zurück zu Deponia Quattro Feature. In diesem Fall Chaos auf Deponia. Und in der letzten Folge haben wir rumgerätselt. Wir haben zumindest schon mal rausgefunden, wie wir den hier frei bekommen. Wenn ich jetzt hier reingehe, dann werden wir hier wieder zum Schnabeltier. Das ist schlecht. Ich verstehe das. Wieso denn nicht? Wieso? Was? Wieso? Weshalb? Warum? Ist die Banane krumm? Zack. Jetzt sind wir wieder die Fliege. Ah, wartet mal. Mit der Fliege können wir ja auch dahin fliegen. Ah, alles klaro. So, Fliege hier lang. Jetzt... Da werden wir zum Frosch. Oh Gott, das ist doch... Das ist doch alles scheiße. Jetzt liegt das Schnabeltier hier. Und was hat uns das jetzt gebracht? Nix. Ah, jetzt können wir hier... Aha. Na gut. Jetzt... Ich verstehe es noch nicht ganz. Ah, jetzt ist der Frosch da oben drin. Stopp. Ich krieg's schon noch raus. Ah, jetzt pass auf, jetzt gehen wir wieder als Fliege. So, raus da mit dir. Warum habe ich nur meinen Dompteur? Ja. Okay, jetzt ist hier keiner mehr. Warte mal, jetzt ist das Schnabeltier doch wieder hinten. Hä? Will nicht rein. Warum? Hallo? Ja, okay, jetzt haben wir wieder den ganzen selben Scheiß hier. Dann fliege ich da rein. Dann bleibt die Fliege da zurück. Und dann können wir hier rüber. Oh Mann. Alles klar. Ja, helft mir doch. Bitte helft mir. Warum ist jetzt da wieder der Frosch? Vielleicht kannst du mir helfen. Wie ist die Lage, Doc? Nach wie vor ausweglos. Astrein. Dann geht mir wenigstens keiner durch die Lappen. Kannst du erkennen, was da drüben vor sich geht? Ich glaube, die Rebellen haben angefangen, den Turm zu stürmen. Ah, jetzt sehe ich's auch. Der Turm wackelt schon bedenklich. Und ich sehe einen Schwarm abgerichteter Glühwürmchen. Rufus... Willst du dich nicht einen Augenblick setzen? Du bist schon recht lange auf den Beinen. Keine Sorge, Doc. Mir geht's so zu... Was sind das für komische Kabinen dort drüben? Sieht aus wie Organon-Technologie. Wahrscheinlich ausgemusterte Warentransporter aus dem Sprengturm. Warentransporter aus dem Sprengturm. Du spielst doch hoffentlich nicht mit dem Gedanken, sie zu benutzen. Das wäre der reinste Wahnsinn. Ein kleiner Fehler und du endest als Molekülwolke. Bestenfalls werden deine Gene mit dem Ungeziefer vermischt, das sich da eingenistet hat. Cool. Hör mir doch zu. Nur dieses eine Mal. Sie zu benutzen, wäre das Allerdümmste, was du tun könntest. Genau. Niemand würde damit rechnen. Es sei denn, sie kennen dich. Ja, du kennst dich doch bestimmt aus. Kennst damit. Du dich mit diesen Ort-zu-Ort-Transportern aus? Du spielst doch hoffentlich nicht mit dem Gedanken, sie zu... Wieso? Das wäre der reinste Wahnsinn. Ein kleiner Festenfall. Ja, erzählt, denn so eine genetische Verschmelzung ist eine hochkomplexe Angelegenheit. Oh. Wenn zwei Spezies erst einmal ihre Gene gekreuzt haben, dann... Ich höre nur bla bla bla... Oh. Wo ist Bozo? Unten im Cockpit. Er versucht, den Generator wieder anzuwerfen. Aber die Stromkollektoren sind entleert. Wir werden wohl noch ein paar Stunden hier festsitzen. Das ist zu lang. Du könntest ihm helfen, indem du die Lampe hältst. Für mich ist es da unten zu eng.
Ich weiß nicht. Rufus. Rufus. Heroisch hielt er die Lampe. Nee. Ach, das wird nix. Ich finde schon einen anderen Weg. Ach komm, Rufus. Ja, vor allen Dingen... Hä? Was ist los? Das war irgendein Fehler. Vor allen Dingen, er sagt, er hat keinen Platz da unten. Komm, und? Wir fragen nochmal. Seid ihr vorangekommen? Das würde schneller gehen, wenn du helfen würdest. Es geht jetzt nicht. Ich bin ganz nah dran, einen eigenen Weg zu finden. Von Teamwork hältst du nicht viel, oder? Doch, doch. Einer für alle und was auch immer ihr da treibt. Oh, Mann. Ich probier mal was. Ich würde ja sagen, tu nichts Unüberlegtes. Aber da du mir jetzt schon gar nicht mehr zuhörst, sage ich einfach, ich hasse dich. Ich hasse dich abgrundtief. Danke, Doc. Ja, auch viel Glück. Der war gut. Die Fernbedienung haben wir nur noch. Also wenn ich jetzt als Frosch... Der Frosch war... War der vorhin auch schon hier oben? Mann, oh Mann. Warum darf ich als Frosch hier nicht raus? Ey, das ist doch... Das ist doch... So, raus da mit dir. Warum hab ich... Der Frosch ist da. Dann lass uns mal... Achso. Genau. Jetzt sind wieder alle genau da oben. Das ist doch... Zum Mäusemelken. Die Fliege kriegen wir dahinter. Da kriegen wir auch irgendjemanden hin. Jetzt ist die Fliege hier. Aha. So. Das ist doch mal ein anderes Ergebnis. Okay. Und jetzt mit dem Frosch da durch. Jetzt hocke ich als Frosch hier. Oh Mann. Na? Wie hat dir die Frösche sind voll dämlich. Nein, warum drücke ich denn jedes Mal drauf? So. So hilft mir doch, so hilft mir doch. Okay, das geht nicht. Ich muss irgendwie die Fliege zum Frosch bringen. Aber wie? Aber wie? Warte mal, jetzt fliege ich mal. Na, dann ist ja da der Frosch. So, raus da mit dir. Warum? So, einmal hier den... Ja, dann ist ja die Fliege wieder da drüben. Irgendwie muss der Frosch... Ah! Warte mal, jetzt ist doch der Frosch da. Aha! Ich weiß, wie ich es mache. Jetzt muss ich als Frosch wieder rauskommen, irgendwie da oben, genau. Und dann kann ich bestimmt die Fliege nebenan fressen. Das muss doch gehen. Nein, wieso? Ach, Menno. Jetzt aber. Darf ich jetzt mal hier als Frosch... Genau. Und jetzt? Schnapp sie dir. Ha! Okay, jawoll. Pünktlich zum Ende der Folge habe ich es endlich rausgefunden. Kreiz, Donnerwetter. So, jetzt ist der Frosch hier unten. Ich weiß zwar immer noch nicht, was mir das jetzt gebracht hat. Ah, jetzt kann ich da oben durch...
ohne dass ich zur Fliege werde. Jawoll! Ha! Und da hinten. Der Organon ist in der Überzahl. Ja, wie es da hinten weitergeht, seht ihr wie immer in der nächsten Folge. Ciao! Bye-bye!